Und das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sully, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Na, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm, Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Wir müssen weiter. Na los, Tempo on ahead. Shit, die Bullen. Hier lang. Ja, alles klar. Na los. Wirklich? Komm, Cutter. Wir folgen Sully. Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja. Gut, okay. Und bald ist es vorbei. Das war's. Oh. War ja halb so wild. Was ist denn mit dir los? Nee, ist alles okay. Blockiert. Wartet, wir kommen so rum. Ja, klar. Oder wir setzen mal unsere Muskeln ein. Oh, gute Idee. Ja. Sie ist zu hoch. Hier, schieben wir das Ding da rüber. Das ist eine gute Idee, Sully. Ich mach schon. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ja. Danke für die Hilfe. Kommt schon, ihr faulen Säcke. Okay, die Luft ist wohl rein. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist... Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hm? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Ey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, komm schon. Nee, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Oh Mann, ey. Vier Leute. Scheint alles ruhig. Wir holen uns jetzt das Dechiffriergerät. Die sind noch drin. Na, wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Naja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Ich gehe rein und sehe es mir an. Ihr drei bleibt hier. Okay. Also ich kann wieder klettern. Und ihr wartet draußen, bis ich alles gemacht habe. Da oben? Ja, tut mir echt leid.
Oh, auf den Dächern. Dass es keiner hört, ne? Von denen. Das ist auch fraglich. Ach, Mist. Lea? Moment mal, wo ist es? Ja, den habe ich natürlich gesehen. Was macht Nate denn da? Ich wollte an die Stange springen. Lea? Moment mal, wo ist es? So. So. Es ist tatsächlich leer. Wo sind sie bloß hin? Das ergibt keinen Sinn. Machen wir es mal auf. Helft mir mal. Ja, 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 bin da. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Ja, sie waren hier. Ich riech doch noch die Abgase. Reifenspuren. Immer noch nass vom Regen. Hier hat das Auto gewendet. Komm, du bist doch so schlau. Was übersehen wir hier? Hey, seht mal. Guck mal hier, einer stellt dich auf den anderen auch. Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vier Reif, vier Kontakte. Sully, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und? Das muss es jetzt aber sein. Moment. Das ist das Licht. Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Krasse Leute. Rat mir doch einen Storch. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto, du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Das kommt uns wohl allen mehr als merkwürdig vor. Wer bitte fährt mit dem Auto unter die Erde?
Mal überlegen. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihm fällt. Nur ein Tipp. Klugscheißer. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Ja. Sehr merkwürdig hier. Sieht irgendwie nach Geheimorganisation aus. Mist. Eine Sackgasse. Ja, dann müssten wir wohl dran vorbeikommen. Hey, hier drüben. Abgeschlossen. Nicht mehr lang. Los. Da sollten wir uns durchquetschen können. Glaube ich. Nach Ihnen, Mademoiselle. Oh, das gibt's doch nicht. Was? Hey Mann, hab ich einen Rockern oder was? Ah. Mach einfach hin, Kumpel. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gern in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein? Gott sei Dank. Und Cutter, mach einfach. Nicht drüber nachdenken. Ich sehe sie! Ah, sehr schön, Mann. Danke. Was machst du? Lass den Dämpfer drauf. Okay, der Tunnel ist unter uns. Zumindest stimmt die Richtung noch. Oh, das ist ganz schön tief. Vorsicht, das ist rutschig. Okay, nochmal kurz den Schatz eingesammelt. No. Was ist noch mehr? Runter! Wartet, bis sie näher dran sind. Kommen die auch näher? Okay, ich bin bereit. Hast du vergessen? Christ! Ist alles gut gegangen. Nach oben. Mit einer Leiter. Ja, die scheint aber zu klemmen. Vielleicht kann ich sie lösen. Vorsicht, sie kommt! Nicht runter hier, sondern ich will auf die andere Seite. Da oben ist sowas wie ein Tor. Da ist noch was.
Okay, ich verstehe, was ich machen muss. Naja, vielleicht auch nicht, aber... Was ist mit dir, Cutter? Hilf mir mal! Klar, hab dich. Komm, mach den tu den Hebel umschalten. Okay, bereit? Ziehen. Okay, Charlie, na los.